Und jetzt, das weiß ich, wird es zu Entscheidungen kommen. Wir können entscheiden, was mit den Rebellen passieren soll, mit den Rebellenanführern und was mit ihren Territorien geschehen soll. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Bei ein paar Sachen muss ich jetzt noch ein bisschen überlegen, aber wir lassen jetzt mal laufen. At long last, we have achieved victory in the face of those who sought to rebel against me and disrupt my righteous rule. Now that the traitors are within my grasp, the time has come to choose what fate shall befall them, whether to show them mercy or to punish them for their transgressions. Bring them before me. Da ist es. Mit wem fangen wir an? Oster Tully. So. Okay, ich habe jetzt nicht die Karte hier, das ist ein bisschen blöd. Na, was heißt blöd? Folgendes, ich habe mir für die Riverlands, habe ich mir Folgendes überlegt. Also zum einen nochmal, ich habe es auch in der Zwischenfolge zwischen Rhaegar und Aerys hier gesagt, wenn wir die Rebellion gewinnen, dann wird es leider für viele Fans ein bisschen schwer vermutlich, denn Aerys ist kein Mann der Gnade. Überhaupt nicht. Alles andere als. Und es wird hier jetzt auch in einigen Bereichen rigorosen Kahlschlag geben. Was machen wir mit den Tullys? Zum einen, ich habe mich entschieden, die Riverlands an einen treuen Vasallen zu geben, der treu an unserer Seite geblieben ist, während sein Lehnsherr sich gegen uns erhoben hat. Und das ist Lord Wendt von Harrenhal. Bedeutet, die Riverlands werden ab sofort von der Fledermaus-Dynastie Wendt regiert werden. Nicht mehr von den Tullys von Riverrun. Und es wäre eigentlich absolut in Aerys für Aerys Verhalten gewesen, die Tullys zu töten. Rigoros, Kopf ab, Pfähle auf Mauern, Köpfe dran, you know the drill. Aber es gibt einen Präzedenzfall für etwas. Und nämlich, ich habe es schon erklärt oder einmal erwähnt, die Sache mit Dontos Hollard. Er hat die Hollards und die Darklands vollkommen ausradiert. Brutals gefoltert, alle hinrichten lassen für das, was sie mit ihm gemacht haben. Aber er hat Dontos verschont, nämlich weil sein Retter Barristan Selmy ihn darum gebeten hat. Er hat gebeten für diesen einen, der, weil Dontos war damals noch ein kleiner Junge, da doch Gnade zu zeigen. Und kann ich hier nicht vielleicht... hierüber kann ich es euch zeigen. Sehr gut. Denn ich glaube, Lord Wendt wird etwas Ähnliches hier bei Aerys erbitten. Das kommt nicht als Event, zumindest glaube ich das nicht, aber ich roleplaye es mal ein bisschen. Weil aus meiner Sicht macht es Sinn und das kommt vielleicht ein klein bisschen von mir durch, dass ich hier nicht jeden meiner liebgewonnenen Premium-Charaktere einfach so hinmetzeln will. Aber ich versuche es realistisch im Rahmen des Roleplay zu halten. Also, warum würde Lord Wendt hier vielleicht um Schonung bitten? Deshalb. Hosters verstorbene Ehefrau ist Menisa Wendt gewesen. Lord Wendts Schwester. Was wiederum bedeutet, dass Hosters Kinder Lord Wendts Nichten und Neffen sind. Also Caitlin, Lysa und Edmure sind Lord Wendts Familie. Sind seine Neffen und Nichten. Und deshalb wird Lord Wendt, sage ich jetzt mal, um etwas Milde bitten. Vielleicht auch mit dem Hinweis, Hoster war ja keiner der Initiatoren der Rebellion. Er hat sich denen angeschlossen, weil wegen den Heiratsbanden zwischen seinen Töchtern und den Rebellen.
So. Was bedeutet das jetzt konkret? Folgendes. Wir können jetzt hier alles Mögliche machen mit Hoster und den Riverlands. Was vielleicht noch dazu kommt, warum wir da, warum Aerys da dem zustimmt oder Lord Vent da entgegenkommt. Lord Vent war ja ein, hat ja treu in unserem Rat gedient, bevor er von wem war es? War es von Lucerys Velaryon oder von Adrian Celtiger, bevor die uns dazu gedrängt haben, sie zu entlassen. Also Lord Vent zu entlassen und den Posten an einen von ihnen zu geben. Ich weiß gerade nicht mehr, wer leider. So. Wir könnten jetzt hier sagen, take titles. Einen spezifischen können wir uns aussuchen, alles oder Hostage, komm, wie heißt es auf Deutsch? Eine Geisel nehmen, können ihn als Verräter zur Mauer schicken, könnten ihn hinrichten. Nur ihn, seine gesamte Familie, sein gesamtes Haus. Und da können wir können nicht nur eins davon nehmen, wir können da eine bunte Mischung aus all diesen Dingen können wir verhängen. Was ich eine sehr geile Mechanik finde. Also, und was werden wir es uns jetzt zusammensuchen? Einmal diese zweite Lordschaft, dieses zweite Gebiet, was sie haben, Heathersage, das werden wir nehmen. Und die Lord Paramountcy of the Riverlands, das nehmen wir ihm ab. Und wir werden ebenfalls sein Leben schonen. Wir werden ihn zur Mauer schicken. So. Ich weiß jetzt nicht, dadurch wird Ed Muir direkt Lord von Riverrun. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ihn auch noch als Geisel nehmen können, ob das dann auch noch funktioniert oder ob der dann zurück nach Riverrun geschickt wird. Wir probieren es einfach mal. Das ist jetzt quasi nur für mich um das mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Jetzt nur mal kurz überlegen, ob wir auch alles gemacht haben. Hoster wird zur Nachtwache geschickt. Admiral Tully kommt an unseren Hof. Ich vermute, er wird den Hof sofort wieder verlassen, einfach von der Spielmechanik her, weil er dann zum Lord wird. Wir nehmen ihm diese Heathersage ab. Das ist irgendwie neben Riverrun eine zweite Burg, die Tullys hatten. Und Lord Paramountcy of the Riverlands. Also sie bleiben die Lords von Riverrun und auch die High Lordship. Behalten sie. Das behalten sie. Weil der treue Lord Vent uns da um Nachsicht gebeten hat. So. Das machen wir. Wer ist als nächstes? Jon Arryn. Oh, hier sind immer noch die Sachen aktiviert, die wir auch gerade für Hoster Tully gemacht haben. Aber da wird was anderes passieren. Jon Arryn hat die Rebellion angefangen. Wir haben ihm den Befehl, die königliche Order geschickt, uns die Köpfe von von Eddard Stark und Robert Baratheon auszuhändigen oder zu schicken oder sie uns zu überstellen. Das hat er nicht gemacht, stattdessen hat er die Rebellion begonnen. Da ist Schonung absolut nicht drin. Nein. Nada. Nichts. Er wird hingerichtet. Was wäre, wenn wir Traitor's Family? Dann wird auch Lysa gekillt. Machen wir nicht, weil sie halt eine Nichte von Lord Vent ist. Und sie haben auch keine Kinder. Deshalb John, die Hauptlinie der Arryns stirbt hiermit aus. Wir haben ja eben gesehen, ich wollte noch gucken, wo dieser Port of Arryn ist. Gut, ich nehme an, bei Galtown irgendwo.
Aber es gibt ja noch diese kleinere Seitenlinien der Arends, aber die Hauptlinie der Arends, die Arends von der Eyrie, die sind hiermit ausradiert und was können wir denn hier nehmen? Bloody Gate, High Lordship. Wir nehmen ihnen auch alles ab. Lordship of the High Road, Bloody Gate, High Lordship of the Giant's Lands, the Eyrie, Lord Paramountcy of the Vale. Die Hauptlinie der Arends wird ausradiert und entmachtet. Gucken wir gleich, wem wir das... Obwohl, also das Vale, das Ganze, die Oberhoheit über das Vale geben wir dem einzigen Vale-Lord, der von vornherein loyal geblieben ist, nämlich den Graftons von Galtown. Die werden ab heute über das Vale herrschen. Die anderen Gebiete, da habe ich mir was überlegt. Da muss ich noch gucken, ob ich das... die Army wollte ich jemandem geben, aber ich glaube, ich kann das jetzt noch nicht tun, weil der nicht an unserem Hof ist und nicht an unseren Hof kommen kann. Was halt doof ist, das werde ich wieder dann mit dem Debug-Modus machen müssen, weil, naja, habe ich ja schon erklärt, finde ich lächerlich, dass der auf königlichen Befehl nicht an unseren Hof kommen kann, gerade wenn der halt für uns gekämpft hat. Es ist nämlich Lynn Corbray, der irgendwie im Gefolge der Grafton zwar eigentlich seine restliche Familie hat gegen uns gekämpft, aber er hat sich für uns entschieden, Lynn Corbray, ein sehr krasser Ritter, und dem werden wir auch, weil er war es nämlich, der Stannis im Kampf besiegt hat. Er hat Stannis getötet und als Anerkennung dafür und dafür, dass er treu an unserer Seite gestanden hat, kriegt er die Eyrie. Die anderen Sachen muss ich dann noch, glaube ich, entscheiden, an wen ich die gebe. So, wird hingerichtet und all seine Besitztümer werden genommen. My will be done. So, oh, Robert. Ja, also, ich glaube, hier, muss ich nichts weiter sagen. Also, er hat die Rebellion angeführt quasi. Er hat unseren Sohn getötet. Das wird ein zweites Duskendale. Komplett Kahlschlag. Die Baratheons ausradiert. Alle. Da lässt Aerys überhaupt nicht mit sich reden, falls da jemand zu ihm kommen würde. Ne. Da, also Untitles. Die, alles wird eingezogen. Und komplette Dynastie wird ausradiert. Das wäre absolut unlogisch und out of character, sollte Aerys da irgendwie was anderes machen. Und ja, an wen wird das Ganze gehen? Sowohl Storm's End als auch die Stormlands werden an Connington gehen. Hat die ganze Zeit den Krieg für uns geführt, ist von vornherein an unserer Seite geblieben. Einer der wenigen, auch die zwischendurch die Seiten nicht gewechselt haben. Die Fells und die Grandisons, glaube ich, waren anfangs ja auf unserer Seite, sind dann zu Robert übergelaufen. Nur die Catherines und die Conningtons sind treu an unserer Seite geblieben. Und dafür, dass er uns so gut auch als Hand gedient hat im Feld, wird er alles, was der Verräter Robert Baratheon bekommen hat, hatte, wird er bekommen. My will be done. Also wer stirbt alles? Robert, seine Tochter, oh Gott, Muirstone wird hingerichtet. Tja, ist halt so. Ist halt der Mad King, was willst du machen? Und Renly stirbt ebenfalls. Stannis ist ja schon im Kampf gefallen. Eddard. Ja, Eddard. Was machen wir hier? Also, Eddard war ja einer derjenigen, also es tut mir jetzt leid, was passieren wird, ne? Also,
Sorry für alle Eddard-Fanboys, die das jetzt triggern könnte. Oder die. Eddard war einer derjenigen, nach dessen Kopf es Aerys gelüstete, als er an Jon Arryn damals die Nachricht schrieb. Das heißt, sein Leben ist verwirkt. Nee, also da führt auch kein Weg mehr dran vorbei. Seine Frau wird natürlich verschont werden, weil da ist wieder diese Sache mit Lord Vent, ist halt seine Nichte. So. Wie gehen wir sonst mit den Starks um? Mag sein, dass da ein bisschen das Fanboy-Herz ein bisschen zu sehr durchkommt, aber ich würde fast sagen, wir belassen es dabei. Obwohl, könnten noch Geisel nehmen natürlich. Aderion? Er hat noch einen zweiten Sohn bekommen. Ah, okay, er ist gerade geboren worden. Obwohl, nee, er ist schon ein Jahr alt. Okay. Das passt ja dann noch ein bisschen besser. Weil eigentlich würde ich ja Winterfell dann an wen anders geben oder zumindest oder den gesamten Norden. Das Ding ist nur, es gab keinen Lord des Nordens, der von Anfang an auf unserer Seite stand. Wir haben halt durch dieses Gefangennahme haben wir ein paar dazu bewegen können, die Seiten zu wechseln, aber das heißt auch nichts. Die sind aus dem Krieg ausgeschieden, weil sie sonst hingerichtet worden wären. Es gab der gesamte Norden stand loyal hinter Eddard. Das heißt, es gibt da niemanden, dem wir vertrauen würden, dem wir das geben könnten. Und deshalb werden wir, glaube ich, einfach, Eddard wird hingerichtet und seine Söhne werden als Geiseln genommen. Aber wir können nur einen auswählen. Dann nehme ich mal Aderion, weil es wird vermutlich dasselbe sein wie mit Edmure. Sobald das getriggert wird vom Spiel, dass es anerkannt wird, dass Eddard tot ist, wird Baeren Lord von Winterfell werden. Und wird dann unseren Hof verlassen. Dann haben wir keine Geisel mehr. Aderion, der erbt nix. Der bleibt unsere Geisel. So. Außerdem, ich bin mal gespannt, was jetzt, wo der Krieg vorbei ist, was dann aus dem Lyanna-Dings wird, aus dem Lyanna-Event. Ob das noch gefeuert wird oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts zu kommt. Aber mal gucken. Also. Eddard wird hingerichtet und Aderion wird unsere Geisel. Das heißt, der Norden geht an den fünfjährigen Baeren Stark. My will be done. Wen haben wir jetzt? Oh, Tywin. Ja, Tywin ist unser Rivale. Wir waren mal Freunde. Aerys und Tywin waren lange Zeit gute Freunde. Tywin hat als jüngste Hand des Königs jemals in der Geschichte Aerys treu gedient. Aber als Aerys Paranoia und Herrschsucht immer größer wurde, da wuchs auch dieser Gedanke, dass Tywin nicht loyal ist. Dass Tywin selbst herrschen will. Tywin sich für was Besseres hält. Und dass durch immer mehr Kränkungen, Zurückweisungen, Ereignisse, auch Einfluss von außen, hat sich das immer weiter hochgeschaukelt, bis schließlich zu so krassen Sachen wie, dass Aerys Tywin quasi den Erben genommen hat, den geliebten Jaime. Ist er das? Ja, da steht Jaime. Oh, unangenehme Situation. Dass er Jaime halt in die Kingsguard berufen hat, dass dieser halt Castle Rock nicht mehr erben kann. Die Zurückweisung von Cersei als Braut von Rhaegar. All das führte schließlich zu einer bitteren Rivalität zwischen den beiden. Und halt dann auch hierzu, dass sich Tywin der falschen Seite der Rebellen angeschlossen hat. Der falschen Seite der Rebellion, also den Rebellen. Das war jetzt ein bisschen bescheuert. Ja.
Was machen wir mit Tywin? Ich glaube, an einer Sache kommen wir da nicht vorbei. Der wird nämlich von uns hingerichtet, ganz klar. Er ist unser, also die alte Freundschaft, die kommt da nicht mehr durch. Nee. Die waren keine Freunde mehr, es war ja nicht einfach so, auch vom Spiel her, dass die Freundschaft zu Ende war. Die waren Rivalen. Die haben sich gehasst. Deshalb, er wird getötet. Und die Lannisters werden entmachtet. Vollkommen. Denn die gesamte Besitz wird eingezogen. Select Hostage. Können wir da echt nur einen nehmen? Den würde Tywin da nehmen. Quatsch, Aerys. Ich glaube Cersei. Wir werden Cersei als Geisel nehmen. Tyrion, was wird da mit Tyrion passieren? Keine Ahnung, aber ich glaube, interessiert uns auch nicht. Weil es ist jetzt verdammt asozial, wie ich das sage, aber Tyrion ist in den Augen der meisten ist er halt egal. Das ist halt aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen wird der halt auch nicht ernst genommen. Und so als eine ernstzunehmende Geisel. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass wir nur eine Geisel nehmen können, dass wir uns entscheiden müssen, aber ja. Cersei wird bei Hof als Geisel aufgenommen. Und an wen gehen die Westerlands? Da gibt es ja auch niemanden quasi, der von vornherein auf unserer Seite war. Aber als absolute Kränkung quasi dem besiegten Tywin gegenüber und auch als Machtdemonstration, wer immer uns überflügeln will, dem gegenüber, wir werden Casterly Rock und die Westerlands an Viserys geben, an unseren Sohn. Ich glaube, das ist so ein Aerys-Move. Erst nimmt der Tywin den Erben, den geliebten Supersohn, dann all seinen Besitz und gibt es an jemanden von ihm, an jemanden von seiner Familie. Das ist nochmal so richtig so Salz in die Wunde. Das wird er eben nochmal so richtig auch alles schön vorführen, bevor Tywin hingerichtet wird. Oh yeah. Viserys wird Lord von Casterly Rock und Lord Paramount der Westerlands. Ist das ein guter Move? Ist das ein cleverer Move? Vermutlich eher nicht. Aber das sieht Aerys anders. So. Was können wir hier irgendwie Take Artifact? Lannister? Ja, nee, die brauchen wir nicht. Nee, wir können wirklich nur eine nehmen. Okay. My will be done. Wen haben wir hier? Qualon Greyjoy. Boah. Moment, ich mach mal wieder alles auf. Haben wir irgendwie... Ja, hier bin ich echt... Ich glaube, er wird hingerichtet. Er wird hingerichtet, weil er hat sich gegen uns erhoben. Aber nehmen wir die Iron Islands, für die interessiert sich auch ehrlich gesagt niemand. Jetzt sind so diese kargen Felsen da irgendwo im Meer, wo diese bekloppten Plünderer leben. Wir nehmen hier den jüngsten Sohn. Robin. Ne? Hä? Ich will den als Geisel aus... So. Ma, was ist denn hier los? Warum ist denn das nicht anwählbar? Komm schon. Lass mich jetzt nicht im Stich. Den kann ich auswählen, aber warum kann ich ihn... Mein Gott, was ist denn jetzt hier so? Warum ist denn das jetzt hier gerade verbuggt? Mein Gott. So, ein bisschen
abwählen, die da reingehen. Geht nicht. Mein Gott, Leute. Ich klicke, es wird nicht angewählt. Okay, scheiß drauf, wir nehmen Aeron. Aeron Greyjoy wird unsere Geisel. So. Ich glaube, das war's dann. My will be done. So, das wird jetzt gleich alles feuern, aber wie ich sehe, gibt's hier noch ein Event. Getting Ahead. Von wem? Rhaenys Le Seon. Und die steht bei Matriarch Rhaenyra. A flock of robed women burst into my throne room, hectically searching the floor and uprooting everything from chairs to skirts in frantic search. King Harris, cries one. We are the followers of Maker the Headless. Was? A great holy man who has been decapitated as part of a prophecy Rolor gave him at birth. As often happens with holy figures, his head started rolling away. We have been chasing it through the land and are certain it rolled up the hillock into your castle. What the fuck? Was? Ja, ich glaube, das machen wir. Weil wir müssen ja auch, wir dürfen dieses, dass er jetzt zu Rolor konvertiert ist, dürfen wir nicht zu ernst nehmen. Weil das Ding ist, er hat das nicht aus religiöser Überzeugung gemacht oder irgendwie sowas, sondern er hat einfach gehört, ah, Feuer, das ist ein Gott des Feuers. Ich liebe Feuer. Deshalb hat er das gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass er hier irgendwas groß auf die Prophezeiungen und so weiter gibt. Er findet einfach Feuer geil. Und ja, also jetzt kommen hier diese komischen Tanten hier rein mit dieser crazy Geschichte. Weiß ich nicht. Nee, die sollen abhauen. So. So, und jetzt? Ah. Ja, da kommt alles, da kommt alles. Boah, Stress, wir verlieren so viel Stress, weil wir unsere Rivalen killen. Und wir haben so viele Domänen bekommen. Aber dem gehen wir jetzt erstmal nach. Alles klar, okay. Erstmal die Riverlands. Oder erstmal gucken, wir haben doch die Riverlands jetzt. Ja, genau, wir haben die Riverlands. Geben wir an Lord Wendt. Sehen wir hier. Dieses Gebiet wird jetzt von Harrenhal regiert. So. Und hier Leash. Ich glaube, das muss jetzt erst noch kommen. Das muss jetzt erst noch gefeuert werden, oder? Oder ist das gerade ein Bug? Das mit okay. Ach so, das war. Ach so, ich dachte, das wäre Hoster gewesen. Ach Mann, ich bin auch blöd. Genau, er ist in River Run. Er kann nicht unsere Geisel sein vom Spiel her, weil er jetzt der Lord ist. Genau. Hä? Warum hat er das denn? Das wollte ich ihm doch auch abnehmen. Habe ich das falsch gemacht? Habe ich das wieder abgewählt? Ach Mann, okay. Komisch, das wollte ich eigentlich noch wem anders geben. Na gut. Egal. Das ist jetzt wirklich, da hätte auch Schlimmeres bei rumkommen können. Stormlands, Westerlands und Vale müssen wir noch vergeben. Ja, wo ist Connington? Da. Grand Titles.
Und genau. Alles das bekommt das Haus Connington. Hat funktioniert. Paramount Sea of the Stormlands. Nestridge, Shipbreaker Bay, Griffin's Roost, High Wind, Storm's End, Allen Watch. Sehr gut. Moment, so, nein, Lynn Corbray ist tot! Scheiße! Ach Mann, woran ist er gestorben? Died from his wounds. Oh Mann. Ihm wollte ich die Eyrie geben. Ja. Dann muss ich mal gucken, was ich da mache. Naja, es gibt ja noch andere, die treu geblieben sind und die belohnt werden müssen. Ne? Das muss ich mal gerade durchgucken. Auch hier, ich muss mal gucken, ob ich Casterly, also ob ich auch hier Castamere an meinen Sohn gebe oder ob das vielleicht an jemand anderen geht. Wie sieht's eigentlich hier aus? Genau, Lord Paramount Baron of the North. Oh, er ist Bluter, Ederion. Ja, super. Located in Winterfell? Hä? Ich wollte ihn doch als Geisel haben. Moment. Vielleicht, also vielleicht kommt das noch als Event, aber was ist mit Cersei? Cersei. Da, Cersei Lannister. Wo ist sie? Located in Casterly Rock. Wird das irgendwie, wird das nicht mehr getriggert, wenn ich ihn umbringe? Wenn ich ihren, also ihren Vater umgebracht habe? Zählte das dann nicht mehr? Ich weiß es nicht. So, also, aber die restlichen Entscheidungen hier mit dem Whale und wie wir genau das mit den Westerlands machen, das wird in der nächsten Staffel am Anfang wird das geklärt werden. Da muss ich nochmal genau gucken, was ich da tue. Jedenfalls, das war's. Roberts Rebellion ist niedergeschlagen. Und ja, der irre König ist nach wie vor an der Macht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das noch werden wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht es weiterhin sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und mal gucken, was, wie es mit der Targaryen-Dynastie jetzt weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Und bis dann.